Ja, hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind hier im Theater Regensburg. Ich bin Christina Schmidt, die Chefdramaturgin, und mit mir steht Maximilian Eisenacher hier, Regieassistent. Wir hätten jetzt eigentlich am Montag angefangen mit den szenischen Proben zu Sound of Music, dem Musical. Das tun wir jetzt natürlich nicht, das ist auch gut so, aber alle Sänger, Sängerinnen, die Kinder haben ihre Rollen schon einstudiert. Das heißt, wir sind präpariert, wir können das alle schon mehr oder weniger und haben uns gedacht, dass wir sie ein bisschen an unserem Wissen und an der Musik teilhaben lassen. Und da sind wir vielleicht auch schon beim ersten Stichwort. Kinder spielen ja in dem Stück mit. Also Baron von Trapp im Stück ist verwitwet und sitzt da alleine mit seinen vielen Kindern. Wir haben ja nun seit Monaten Castings gemacht. Wie viele Kinder haben wir jetzt eigentlich insgesamt? Die 7 Kinder, die im Stück sind, sind doppelt und zum Teil dreifach besetzt. Also ich glaube, wir kommen jetzt auf 16 Kinder. So, und zwar in allen Altersstufen, muss man sich vorstellen, wie die Orgel pfeifen. Die Jüngsten sind, glaube ich, die wir gecastet haben, sind 7, oder? Wir hatten, glaube ich, eine 5-Jährige sogar dabei. Aber ja, aber die haben wir, glaube ich, nach Hause geschickt. Ne? Das war noch so. Kann gut sein. Also dann sind wir wirklich zwischen 7 und 20. Ja, genau. Die können das auch alle schon. Wer jetzt natürlich auch nicht hier nach Regensburg gereist ist, ist der Regisseur Bernd Mottl und Thomas Christ, der den Baron von Trapp spielt. Also ganz herzliche Grüße, tschüss, wir sehen uns hoffentlich irgendwann. Irgendwie ist es ja verrückt an diesem Stück, dass die ganze Welt kennt The Sound of Music. Gerade in Asien ist das Stück wahnsinnig populär, in Amerika, und es ist ja auch so, dass das so ein bisschen zu dem Bild von Österreich und Deutschland teilgehabt hat. Was findest du da eigentlich besonders skurril dran? Es ist schräg. Ich kann es mir manchmal auch gar nicht erklären. Ich fand es so lustig, als ich das erste Mal in Salzburg war und dort auch in einem Hostel übernachtet habe, wurde jeden Abend im Fernsehraum The Sound of Music aufgeführt. Und da saßen der Film gezeigt. Und da saßen dann da 5 Hostelbewohner aus Amerika oder aus Korea und haben sich das angeschaut und haben sich da gefreut. Aber den Deutschen und den Österreichern war das immer relativ wurscht, ob da The Sound of Music gerade lief. Das fand ich sehr amüsant. Vielleicht auch ein guter Tipp jetzt für die Zeit zu Hause. Bestellen Sie sich vielleicht so via Internet über die üblichen Anbieter den Film von 1965. Der ist entzückend, altmodisch, skurril. Wunderbare Rolle für Julie Andrews und macht wirklich Spaß. Da gibt es auch Lieder, die man mit seinen Kindern hier zu Hause gerne üben kann. Doremi ist ja so. Genau. Ein Lied, was im Stück vorkommt, macht wirklich ungeheuer viel Spaß. Erwarten Sie nur keine realistische Darstellung von Deutschland oder Österreich. Nein. Es ist eine Idee, die die Amerikaner von Österreich haben. Genau. Und was halt auch so eine weitere Skurrilität ist, ist, dass so seit ungefähr schon den späten 60er Jahren es richtige Sound-of-Music-Touren gibt für Touristen aus aller Welt, die dann an die Drehorte gekarrt werden, so in und um Salzburg herum, und Geschichten erzählt bekommen, Anekdoten vom Filmdreh damals, die natürlich noch mehr so dieses leicht verschobene Bild von Österreich verfestigt haben. Jetzt, wir werden nachher noch ein Lied hören. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, da heißt es in der Originalversion Schnitzel with Noodles. Ja. Essen wir wohl alle nicht Schnitzel mit Noodles. In der deutschen Übersetzung heißt es Schnitzel und Strudel. Ja, das kommt der Realität vielleicht schon ein bisschen näher. Ja, bei so einem Stück jetzt wie Sound of Music, was ja wirklich groß besetzt ist, also da ist sind Teile des Opernchors dabei, ganz, ganz viele Rollen für erwachsene Darsteller, die ganzen Kinderrollen, muss man ja im Vorfeld, bevor die Proben anfangen, also Mann ist gut, also der Regieassistent, eine sogenannte Probendispo erstellen für den Regisseur, damit man einen Überblick hat, was man dann von Tag zu Tag probt. Wenn jetzt ist die natürlich Makulatur, ist halt klar, aber wie ist denn das? Wie gehst du da immer so ran, so eine Probendispo zu erstellen? Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, jetzt speziell bei diesem Stück hat es wirklich diverse Herausforderungen auch mit sich gebracht, weil wir haben
einige Kollegen aus unserem Solistenensemble hier vom Theater, dann sind aber auch einige Kollegen aus dem Chor in größeren Solopartien besetzt. Für die gelten zum Teil andere Regeln als für unsere Solisten. Dann kommen natürlich die ganzen Kinder dazu, die nochmal ganz spezielle Regeln mit sich bringen. Und was man im Normalfall auch nicht vergessen darf, dass ja während einer Probenzeit Vorstellungen normalerweise stattfinden. Und das ist in der Regel ist das Erste, was ich nachgucke, welche Vorstellungen in der Zeit laufen, damit man gleich gucken kann, welche Sänger sind definitiv an den Abenden gesperrt. Und davon ausgehend schaut man dann eben weiter, wer hat vielleicht einen Sperrtermin, an welchen Tagen ist es dann besonders günstig, dass man vielleicht die Kinder bestellt, weil zum Beispiel ein Darsteller, der gar keine Szenen mit den Kindern hat, an dem Tag sowieso nicht kann und solche Sachen. Und dann ergibt sich so nach und nach, wie ein großes Puzzlespiel, ergibt sich dann irgendwann ein stimmiges Bild, wie man es wahrscheinlich am besten angeht. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen darüber reden, worum es eigentlich geht, weil wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt. Die ganze Welt kennt das Stück, nur die Deutschen und die Österreicher eher nicht so. Vielleicht hängt es auch wirklich mit dem Titel zusammen. Es gibt ja keinen deutschen Titel für dieses Stück. Es heißt The Sound of Music. Gut, der Film hatte diesen kitschigen Meine Lieder, meine Träume auf Deutsch. Ja, das ist auch sehr gefühlig. Aber wie gesagt, The Sound of Music, da kann man sich nicht wirklich irgendwas drunter vorstellen. Ja. Weil die Grundlage der Geschichte ist ja tatsächlich eine reale Geschichte, also Lebenserinnerungen, wo es um die Familie von Trapp geht. Vielleicht kannst du ein bisschen irgendwie erzählen, was ist so im Groben der Plot von der Geschichte? Ja, im Groben der Plot. Der Baron von Trapp ist, wie Christina schon gesagt hat, verwitwet, hat 7 Kinder und ist chronisch auf der Suche nach Erzieherinnen und kriegt nun die etwas wilde und lebensfrohe Novizin Maria zugewiesen, deren Klostervorsteherin dachte, vielleicht ist das der richtige Weg, um sie langsam ein bisschen zur Ruhe und zur Vernunft zu bringen. Nun kommt also diese Maria in den Haushalt von Baron von Trapp. Die Kinder sind begeistert von ihrer Erzieherin, die anfängt mit ihnen zu singen und wieder Leben in das Haus bringt, wo seit dem Tod der Mutter eher ein militärisches Regiment des Vaters geführt wurde. Der arbeitet nämlich bei der Marine, muss man dazu sagen, auch sehr lustig, also der Österreicher bei der Marine. Und da gibt es ja auch diese Szene, wie die Kinder immer gerufen werden sollen. Genau. Also das ist wirklich militärisch da zu Hause. Da wird jeder hat sein Pfeifsignal. Ja, genau. Und so, und dann wird es aber alles ganz anders. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Der Baron und Maria verlieben sich ineinander. Dafür wird auch eine eigentlich schon bestehende Verlobung gelöst. Maria scheidet aus dem Kloster aus und wird die neue Hausherrin im Schloss von Trapp. Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist, wann dieses Stück spielt. Ja, und das macht es natürlich dann nochmal zusätzlich sehr spannend. Es spielt halt in der Zeit, nachdem die Deutschen Österreich besetzt haben. Was natürlich mit diesem historischen Hintergrund der Geschichte nochmal eine ganz besondere Brisanz gibt, weil Baron von Trapp nämlich von den Deutschen ins Militär eingezogen werden soll. Und dann geht eigentlich die Geschichte richtig los oder bekommt erst so ihre dramatische Wendung. Weil man versucht... Genau, man muss dazu ja auch sagen, dass Baron von Trapp bekennender Gegner des Naziregimes ist, was ihm das Leben so oder so nicht leicht macht in der Zeit. Und um eben diesem Militäreinsatz zu entgehen, leistet sich die Familie einen Coup. Sie nehmen an einem großen Konzert teil, als die Sängerfamilie von Trapp. Diesen Wettbewerb gewinnen sie sogar, aber kurz bevor sie eben ausgerufen werden als Sieger, sind sie auf einmal verschwunden. Also ein Happy End. Haben wir es eigentlich schon erwähnt, es ist ein Musical. Es ist ein Musical. So und es hat ein Happy End und ich denke gerade in den aktuellen Zeiten ist das gut, dass das Stück auch ein schönes Ende hat. Ja, wir haben noch eine wunderbare Kollegin dabei und zwar die weibliche Hauptrolle im Stück. Es ist ganz toll, dass du gekommen bist, Sarah Maria Saalmann. Letzte Woche noch in Morfeo in ganz, ganz, ganz vielen Rollen. Super, dass du da bist. Hi. Das ist das erste Mal Musical für dich, ne? Ja. Ja. So, wie ist das? Also. Es ist eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe ehrlich gesagt vorher das Musical immer ein bisschen... Also ich habe noch nie Musical gesungen, ich habe auch nie wirklich Lust gehabt, Musical zu singen, weil ich dachte, okay, komm, lass das die machen, die nur das machen wollen und ich bin ja Opernsängerin und hier und da und
dachte immer, das, was ich aussagen will, ist in der Opernmusik. Dann hatte ich da diese wundervolle Veranstaltung am Anfang der Spielzeit, das Theaterfest, und dann durfte ich schon so ein Medley singen aus Sound of Music. Und das war so schön. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich bin auf die Bühne gegangen, ich habe angefangen zu singen und ich habe das Publikum sehen können, weil es ja dieses Theaterfest war und die Beleuchtung so war, dass ich die Gesichter sehen konnte teilweise. Und es war so berührend, die Leute haben gestrahlt, die Kinder haben gestrahlt, die Leute hatten bei diesem Edelweiß, was ich da gesagt habe, plötzlich Tränen in den Augen. Es war so viel an Berührung mit dem Publikum da, das hätte ich echt nicht gedacht. Das ist so, also es ist wirklich ein Meisterwerk, weil die Stücke an sich, also jetzt nur die Musik ohne Szene schon, so berühren und so ganz konkret etwas aussprechen und ansprechen, was menschlich ist. Und das fand ich so toll. Und danach kam, also nachdem ich gesungen hatte, kamen dann so kleine Kinder zu mir und meinten, singen Sie in dem Stück alles? Da habe ich gesagt, ja, ich singe sehr viel, nicht alles, aber ich singe sehr viel. Ja, ich muss unbedingt da rein, haben die gesagt. Das war so süß. Es waren wirklich kleine Kinder, die ins Theater gehen wollen, weil sie die Musik gehört haben. Und ich meine, also besseres Statement kann das ja wirklich nicht sein für dieses Stück, oder? Ich meine, das war wirklich ein tolles Erlebnis und ich freue mich so drauf und auch ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den Kindern auf der Bühne. Das wird toll. Das wird spannend. Das wird bestimmt wirklich ganz, ganz toll. Vor allem, wenn man dann auf einmal, wenn auch Ziehmutter oder Erzieherin, Stiefmama am Ende, von so vielen Kindern auf einmal wird. Von jetzt auf gleich. Das wird lustig. Normalerweise kriegt man die ja nacheinander. Genau. Ne? Also du bekommst sie alle gleichzeitig. Also ich meine wirklich von jedem Alter etwas. Genau, genau. Du singst uns noch was Wunderbares aus dem Stück und ich möchte auch ganz, ganz doll der Joa danken. Das ist eine von unseren wunderbaren Repetitoren, das sind die Pianisten, hallo Joa, die bei den szenischen Proben halt dabei sind und die Proben am Klavier begleiten. Und wir hören jetzt mal noch einen Song aus dem Stück. Viel Spaß! Tötende Tauben, kuschelige Kissen und wollwarme Hauben, blutrote Rosen und saftige Beeren, all diese Dinge, die hab ich sehr gern. Wolken wie Watte und putzige Pudel, Glockerl und Nockerl und Schnitzel und Strudel, flitzende Fische und Blitze von fern, all diese Dinge, die hab ich sehr gern. Kleine Geschenke mit Schleifen und Schnüren, Schneeflocken, die meine Nase berühren, Krokusse, die mir den Frühling bescheren, all diese Dinge, die hab ich sehr gern. Wenn was schief geht, wenn's mir mies geht und mir fehlt der Mut, dann denk ich an Dinge, die ich gerne mag und schon geht's mir wieder. Für heute gar keinen Abschluss finden. Und wir möchten Ihnen sagen, solange wir noch können, schicken wir Ihnen solche Videogrüße. Folgen Sie uns auf Instagram, auf Facebook, auf unserem Blog, den wir jetzt haben in der aktuellen Zeit. Aber vor allem bleiben Sie alle gesund und wenn es geht, bleiben Sie zu Hause. Tschüss, alles Gute, tschüss.